Herzlich willkommen bei der Rapper-Lyse von mir für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von Finch Asozial Ledersklave Frederick an. Natürlich wurde dieses natürlich vorgeschlagen von den netten Herren Supersturm. Ihr wisst Bescheid, meine Damen und Herren, ihr wisst Bescheid. Mir hat auch einer in die Kommentare geschrieben, hey, warum kann es sein, dass du der Einzige bist, der Finch Asozial Reactions macht? Diese Antwort kann ich dir einfach geben und simpel, ich weiß einfach, was gute Musik ist. Haha. Wollen wir kurz gucken? Ja, läuft noch. Ich habe gerade auch einen Doppelklick gemacht. Egal, scheiß drauf. Ah, oh, Finchi. Okay. Einfach. Ja, wir sind in Stuttgart. Nix Stuttgart, ich bin aus München, verstehst du? Du hast ja gar nichts zu sagen. Kapierst du das nicht? Ist Berlin, ihr Feindesland. Hier bist du tot, Alter. Und jetzt wird dir Shampoos gesoffen. Shampoos saufen. Auf Kosten vom Sozialamt, oder? Ossi, du. Lass doch mal weg, Alter. Ah, ich natürlich aus. Jemand. Denke ich mir fast jedes Mal, wenn ich ein Spiel geguckt. Oh, du rufst erstmal ein Stößchen. Der ostdeutsche Hesselhoff will wieder richtig laufen. Meine Liebe kann man kaufen. 87.000 Handeltiere sowie Frauen, sie sind gleich viel wert. Was man an der Gehirngröße zum Beispiel merkt. War schon damals Thema Nummer 1 beim Elternsprechtag. Gab schon immer einen Blick auf diese Weltverbesserer. Denn die Hälfte der Rapper folgen jedem Trend. Ich bleibe Finch, was sozialer Lächter lebe, Mensch. Herrlich. Ein geiler, ein guter Part. Besonders in den ersten Zeilen, ich glaube, ersten zwei Zeilen, erstmal Ostdeutsche Hesselhoff, ein Song von Finch gesagt, also beziehungsweise angedeutet, und Richtig Saufen ist auch ein Song von Finch Asozial. Nett in den Text mit eingebunden, Songtitel von ihnen und Lieder in dem Sinne. Lieber Mensch. Finchi, kannst du ihn sehen? Im Trabant unterwegs mit Truckstop-Tippies. Zum Beratungsgespräch mit Pfeffi-Gläsern. Der Osten ist zu viel für deine Fessi-Leber. Finchi, kannst du ihn sehen? Im Trabant unterwegs mit Truckstop-Tippies. Zum Beratungsgespräch mit Pfeffi-Gläsern. Der Osten ist zu viel für deine Fessi-Leber. Ey, du Vor... keine bösen Wörter hier. Okay, du darfst es. Ossis müssen zusammenhalten, mein Freund. Ossis müssen zusammenhalten. Aber trotzdem, asozial, also im ersten Part, asoziale Lines, gute Punchlines, auch nette Reime. Ich hab den Ding kein Like gegeben, was bin ich denn für ein Opfer, Alter? Alter. Zumindest hab ich schon abonniert, mein Freund, Alter. Das ist aller Wahnsinn. Und ja, ich hab das bei dir gesehen von Finch und Lab. Und ja, ich habe ein anderes Video auch gesehen von seinem Kanal, der das quasi ein bisschen also, Probleme mit Finch Asozial auf Instagram hatte, bla 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 gedöns. Dann habe ich was geschrieben und sagen wir so, habe er mir zurückgeschrieben, dann habe ich ihn wieder was zurückgeschrieben, dann hat er das quasi gesagt, quasi nicht der genaue Wortlaut, ich habe keinen Bock auf dich, du bist mir einfach zu dumm, ich werde auch nicht mal zurückschreiben. Und dann ist er noch so ehrenmannvoll und löscht einfach seine Kommentare. Er hat mich blockiert und seine Kommentare gelöscht. Man fickt nicht mit den Ficker, ganz klar, deswegen habe ich Screenshots dann gemacht. Davon noch da. Aber nein, die werde ich nicht veröffentlichen. Auch wenn ich finde, dass das der übelste Schmuck ist. Ein 11-Minuten-Video, 7-mal Werbung geschalten. Ich habe ihn dann zärtlich Alpha Canon 2.0 genannt. Und seine Ausrede war, ich kann auf Werbung schalten. 7-mal bei 11 Minuten. Ehrenmann-Modus. Aktiviert. So ein Lappen in meine Fresse. Oh,
Fotze. Ja, ich rauch wie ein Schlotzi in den Haufen von Koks und dann sauf ich mich tot. Deine Kleine wird pitschnass, wenn sie mein Penis sieht. In meiner aus dem Westen importierten Lebensjeans. Hey, wovon reden Sie? Was für ein Lauch du doch bist? Es ist Finch, sozial, der deine Maulfotze fehlt. Ah, schön. Also. Ich freue mich. Mein Bruder hat schon gesagt, dass irgendwie Kim und Gaston Swan Andeutung gemacht hat zu einem Feature mit einem gewissen Herrn mit Fliesentisch und etc. Ich bin gespannt auf das Feature und ich hoffe natürlich, dass es ein Musikvideo dazu geben wird. Ich kann mir gut vorstellen, Fincher Sozial, also Kim und Gaston Swan featuring Fincher Sozial. Es wird eine nice Kombo, worauf ich mich extrem freuen werde. Und wenn nicht, hoffentlich ist es auf dem Album drauf. Wollen Sie mir jetzt etwas holen? Ich will Warcraft spielen und wollte nie Straße sein, weil ich Dorfplatz bin. Wenn ich Kinder krieg, hätten die nen Down-Syndrom. 10 meiner Jungs hatten Betty Taube schon. Ich brauch das Kuchen. Stech Lieferanten in Arm und zieh dann fette Bahn mit nem Vietnam-Veteran. Häng mit Junkies im Park, wichse wie ein Verliebter. Hinter Flieder und Tiefer auf Mia Khalifa. So. Extreme, nice Reimkette. Mit Meeresdilbisch natürlich auch noch am Start. Herrlich. Können wir mal zurückmachen? Lieferanten in Arm und zieh dann fette Bahn mit einem Vietnam-Veteran. So, das war eine schöne, sicke Reimkette mit, also mit mehreren Silben. Junkies im Park, wichse wie ein Verliebter. Hinter Flieder und Tiefer auf Mia Khalifa. Viva la vida mit... Reimkette, meine Damen und Herren. Wieder, wenn's mit deinem Mädel grad am Ende ist, bei Lebensfragen hätte mich. Wie das Glaube Frederik. Finchi, 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 kannst du ihn sehen? Im Trabant unterwegs mit Truckstop-Tippis. Zum Beratungsgespräch mit Pfeffi Gläsern. Der Osten ist zu viel für deine Fessi-Leber. Finchi, 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 kannst du ihn sehen? Im Trabant unterwegs mit Truckstop-Tippis. Zum Beratungsgespräch mit Pfeffi Gläsern. Der Osten ist zu viel für deine Fessi-Leber. Deiner Hurenmutter. Die schöne Schwalbe. So, Hurenmutter. Oh, nicht solche Ausdrücke, mein junger Herr. Uiuiuiui. Hurennuttenmutter hat mein Sperma geschmeckt. Mann, ich mach das alles nur, weil Mike Werner nicht rappt. Werd bei Zeiten belohnt, mit Weinbrand und so, trag den Osten im Herzen. Wäre eigentlich schon im Land vom Klassenfeind. Doch die Bewertung auf Google sagt mir, lass mal sein. So unfassbar geil, die Weiber fliegen einem noch zu. Scheiß auf Elite-Partner, ich krieg Liebe bei LaRue. Kenn ich sie. Ah, herrlich. Ah, nicht schlecht. Was willst du da sagen? Liebe bei LaRue, kenne Easy Rider nur dank meiner Truckstop-Kassette. Thomas, der junge Adler, das war noch Text. Ey, du Fotze, ich zieh im Mixbus ne Nase, steh im Mittelpunkt. Du an der Genickschussanlage. Ja, meine Fickzucht beklagt und meine Ex-Freundin krass in ihrer Arschfotze ist jetzt für sechs Fäuste Platz. Jeder westdeutsche Spaß sagt, wie hart er doch ist. Ja, ich lass die Maske fallen und zeig mein wahres Gesicht. Wolfgang Petri, ja, sein Idol, sein Vorbild. Hört auch gern privat Schlagermusik. Hey, was ich natürlich nicht verwerfen, jeder sollte das machen, wozu er Lust hat, solange kein anderen auf die Füße tritt, beziehungsweise noch, sagen wir so, die gewisse Dinge nicht so passieren, die verboten sind, sondern immer schön, ehrlich, mit sich und den anderen umgehen natürlich. Ganz wichtig. Mit sich und den anderen. Sorry an der Stelle. Schöner, sagen wir so, schöner Break, beziehungsweise wahrscheinlich, kann man das als Bridge sehen? Ich sag mal so, ist eine nette Einladung zur großen Finale. Grande Finale. Finchi, 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 kannst du ihn sehen? Im Trabant unterwegs mit Truckstop-Tippis. Zum Beratungsgespräch mit Pfeffi Gläsern. Der Osten ist zu viel für deine Fessi-Leber. Finchi, 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 kannst du ihn sehen? Im Trabant unterwegs mit Truckstop-Tippis. Zum Beratungsgespräch mit Pfeffi Gläsern. Der Osten ist zu viel für deine Fessi-Leber. Aber Sigi, Digi.
Ihr kleinen Ficker. So, der nette Herr, der den ihr gerade gesehen habt, das ist ASAP Ronny. ASAP Ronny, genau. Also der Mann, der verpixelt ist. Warum? Keine Ahnung, schlag mich tot. Es wird schon seine Gründe haben, warum das so ist. Muss aber sagen, er hat seinen Job gut gemacht. Eine schöne gepflegte Hook. Ach ja, finde ich auch sozial. Ich freue mich schon auf das. Ich hoffe, dass es ein Feature mit Kim Orgasmus wird. Ein Song. Das wäre natürlich übertrieben geil. Quasi die alte Generation mit der neuen Generation zusammen auf einen Track würde ich extrem nice finden. Ich könnte mir gut vorstellen, Kim Orgasmus und MC Bomber. Oder natürlich das absolute Highlight wäre natürlich die Pornomafia. Kim Orgasmus Bond mit Frauenarzt. Oh, ja. Da würde ich aber die Buchse lüften, Alter. Da würde sich einiges anstauen. Aber, im Sinne, was soll man da sagen? Gefloht, stabil. Jetzt keine großartigen Variationen mit drin, wenn man das so nennen will. Aber trotzdem stabil, gefloat, gerappt, mehr so wie so Reim mit drin, schöne Wortspiele von ASAP Ronny, sehr Ronny, das ist doch ähnlich, nette Hook am Start, schön produziert von Buka, auch gemixt und gemastert, auch klasse Arbeit gemacht. Das ist ein Song, den ich mir auf jeden Fall ist die Stimme weg. Ein Song, den ich mir auch so nebenbei mal gebe. Auch hier die anderen Songs richtig saufen. Ostdeutscher Hesselhoff zum Beispiel auch ein nasser Ding. Kann man sich alles so nebenbei ein bisschen geben. Herrlich, danke schön. Herrlich. In dem Sinne, Meinung, Kritik, Vorschläge gerne in die Kommentare. Ja. Ich wollte gerade was Negatives sagen, aber ich lasse es lieber. Ich wollte irgendwas mit Westdeutschland sagen, aber das wäre natürlich wieder, da würde ich wieder andere Teile ausgrenzen, obwohl wir doch alles ein gemeinsames Deutschland sind und nicht mehr West und Ost. Was in die Kommentare soll, wisst ihr, aber ihr werdet in der Infobox den Link zu dem Song finden, dann werdet ihr noch den Kanal-Link finden von Fincher Sozial. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, aber dran, Leute, macht es mir sinnvoll, also bis zum nächsten Mal. Und das war kein Double Time. Ja, Ficker.